In den seit 3 Monaten andauernden Zusammenstößen im Donbass haben es die Kiewer Machthaber nicht geschafft, den Aufstand der Volkswehr niederzuschlagen. Ein unfähiges Militärkommando, tausende getötete Soldaten und ein katastrophaler Mangel an Finanzierung. All das lässt dem Kiewer Regime keine Hoffnung auf Sieg. Die Aufrufe Kiews an die NATO, Militärhilfe zu leisten, wurden ignoriert. Denn der Konflikt im Osten der Ukraine sieht wie ein lokaler Konflikt aus. Und alle Versuche, Russland in einen Krieg gegen die Ukraine hineinzuziehen, sind fehlgeschlagen. Kiews nächster Versuch war das von ukrainischen Militärs abgeschossene Passagierflugzeug. Die Verantwortung für diese schreckliche Tragödie wurde, ohne eine Untersuchung abzuwarten, Russland zugeschoben, welches die Volkswehr unterstützt. Das Regime in Kiew brauchte dieses Verbrechen, um den Konflikt international zu machen, womit der ganzen Welt gezeigt werden sollte, dass die Volkswehr internationale Terroristen seien. Das vom SBU angeblich abgehörte Telefonat wurde als Fälschung entlarvt. Der russische Generalstab machte harte Fakten zugänglich, sodass bewiesen ist, dass das ukrainische Militär bei dieser Flugzeugkatastrophe seine Finger im Spiel hatte. Diese mörderische Provokation führte Kiew unter der Anleitung US-amerikanischer Geheimdienste durch, um NATO-Staaten so in einen Krieg gegen Russland zu ziehen. Doch wozu brauchen die Amerikaner diesen Krieg? Um damit ihre Wirtschaftsprobleme in den Griff zu bekommen, genauso wie sie das schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg taten. Die Schuldzuweisungen an Russland machen Sanktionen im Finanzsektor möglich, womit die Aktiva russischer Strukturen eingefroren werden können. Hunderte Milliarden Dollar würden so abgeschrieben, was die enorme Schuldenlast der USA erleichtert. Die verschlechterten Wirtschaftsbeziehungen mit Russland verschlechtern ihrerseits die wirtschaftliche Lage in Europa und schwächen dessen Stellung im Wettbewerb mit Amerika. Die Destabilisierung des Bankensystems wird den Abfluss von Kapital in die USA begünstigen, wo es die Dollarpyramide stützen hilft. Indem europäische Länder in einen Krieg mit Russland gezogen werden, werden sie stärker politisch abhängig von Amerika, was es den Amerikanern erleichtert, der EU für die USA günstige Entscheidungen zu diktieren. Durch den Krieg bekommt der US-amerikanische militärisch-industrielle Komplex eine Menge an neuen Aufträgen. Die Wirtschaft in den USA blüht auf. Derweil wird es leichter, das durch den Krieg geschwächte Russland unter Kontrolle zu bekommen, wie bereits in den wilden 90ern. So schaltet Amerika seine wichtigsten Konkurrenten in der Weltarena aus und bekommt einen strategischen Vorteil im Kampf um die weltweite Vormachtstellung gegen China. Im Gegensatz zu den EU-Ländern und Russland, die eine zerrüttete Wirtschaft mit Berge von Leichen bekommen, sind die Amerikaner selbst nur Gewinner. Kriege auf fremdem Boden, das ist es, was die Wirtschaft der Vereinigten Staaten schon mehrere Male vor dem Zusammenbruch bewahrte. Man kann davon ausgehen, dass die ukrainische Armee den Genozid im Donbass nicht beenden wird und die Provokationen immer schrecklicher werden. Früher oder später wird Russland seine Truppen in die Ukraine entsenden. Aber um Millionen an Opfern unter Russen, Ukrainern und Europäern zu vermeiden, müssen sich die führenden Länder Europas von ihren Herren auf der anderen Seite des Ozeans abwenden und einsehen, Russland verteidigt nicht nur seine nationalen Interessen, sondern Russland ist bestrebt, den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs zu verhindern. Im anderen Fall werden die Überlebenden des Dritten Weltkriegs zu Zeugen eines neuen amerikanischen Wirtschaftswunders.